Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, 870.000 rheinland-pfälzische Pkw-Halter werden von Fahrverboten in Mainz und in anderen Städten, auch in grenznahen Städten wie Bonn oder Frankfurt, betroffen. Für diese Pkw-Fahrer, hauptsächlich Dieselfahrer, gab es seit unserer letzten Plenarsitzung einige wichtige Nachrichten. Es wird den Fahrern damit Hoffnung gemacht, aber es ist fraglich, ob die neuen Entwicklungen wirklich zur Verhinderung von Fahrverboten in Rheinland-Pfalz führen werden. Denn Stadtverwaltungen, Landesregierung und Bundesregierung zeigen immer noch zu wenig Engagement zur Verhinderung von Fahrverboten. So meldeten letzte Woche einige Medien, die EU-Kommission würde einer Erhöhung der Grenzwerte auf 50 Mikrogramm für Stickoxide zustimmen. Eine Grenzwerterhöhung wäre in der Tat eine gute Sache. Wir als AfD fordern das im Landtag seit dem Sommer 2017. Tatsächlich geht die Debatte aber nur um einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung, nachdem Fahrverbote bei Stickoxidwerten zwischen 40 und 50 Mikrogramm in der Regel nicht in Betracht kommen sollen. Ein Verbot für bestimmte Schadstoffklassen bleibt aber nach einer Einzelfallprüfung trotzdem möglich. Meine Damen und Herren, das ist leider keine hinreichende Veränderung der bestehenden Rechtslage. Natürlich haben die Gerichte auch bisher eine Einzelfallprüfung vorgenommen, und sie haben betont, dass Fahrverbote nur das letzte Mittel sein können. Doch diese Einschränkungen haben im Fall von Mainz, im Fall von Köln, Bonn, Darmstadt, Frankfurt sowie in vielen weiteren Städten bisher nichts genützt. Die Deutsche Umwelthilfe zieht auch bereits in Zweifel, dass die neue Regelung Auswirkungen für die Verhinderung von Fahrverboten in Mainz hätte. Und dass die CDU-Landtagsfraktion nach dem Vorbild der Bundesregierung nun ebenfalls parlamentarische Initiativen einbringt, die zu kurz springen, macht es nicht besser. Über einen solchen Antrag, der bei einem für viele Menschen so wichtigen Thema leider zu weit an der Oberfläche bleibt, wenn wir morgen zu sprechen haben, dem werde ich hier nicht vorgreifen. Meine Damen und Herren, nur eine echte Erhöhung des Stickoxid-Grenzwertes und eine Messung an repräsentativen Orten bieten einen wirksamen Schutz vor Fahrverboten, die für viele Bürger eine kalte Enteignung darstellen. In Sachen Grenzwerte erinnere ich die CDU daran, dass die geltenden Grenzwerte von 40 Mikrogramm von der damaligen Bundesumweltministerin Angela Merkel mitbeschlossen wurden. Eine interessante Idee in diesem Zusammenhang stammt neuerlich vom saarländischen Ministerpräsidenten Hans. Er stellte in seiner Regierungserklärung die Frage, ob es sinnvoll sei, für Stickoxide EU-weit bindende Grenzwerte festzulegen, wenn der Umgang damit in der Praxis sehr unterschiedlich sei. Hans fügte hinzu, Zitat, ich meine, es ist Zeit, dass wir innerhalb der EU wieder über das Subsidiaritätsprinzip und die geltende Kompetenzabgrenzung reden. Ende des Zitats. Tatsächlich sind Luftschadstoffe heute nur noch ein lokales Problem. Genauer genommen ein mikrolokales Problem, meist nur ein paar Meter um die rheinland-pfälzischen Messstationen herum. Ein interessanter Ansatz, den man durchaus alternativ zur Diskussion stellen sollte, falls sich in der aktuellen Grenzwertdiskussion keine zielführenden Lösungen finden. Ich möchte noch zu zwei weiteren aktuellen Entwicklungen Stellung nehmen. Zum Ersten hat die Deutsche Umwelthilfe in Wiesbaden vor Gericht nachgegeben. Es wird auf der anderen Rheinseite keine Fahrverbote geben. Das ist ein kleiner Lichtblick, auch für die anfangs angesprochenen 870.000 rheinland-pfälzischen Pkw-Halter. Der Wiesbadener Luftreinhalteplan enthält auch einige Maßnahmen, die nicht kurzfristig greifen. Die Anschaffung von Batteriebussen, zum Beispiel schon allein wegen der langen Lieferfristen. Der günstige Ausgang in Wiesbaden liegt darum eher nicht an einem guten Luftreinhalteplan, sondern daran, dass die Gerichte inzwischen wieder umschwenken. So hat das oberste hessische Verwaltungsgericht bereits verfügt, dass ein Überschreiten der Grenzwerte allein nicht schon für zonenbezogene Fahrverbote ausreicht. Meine Damen und Herren, damit zeigt Wiesbaden, was Mainz verpasst hat, als es nicht in Berufung gegangen ist. Die Landesregierung hätte der Stadt Mainz empfehlen sollen, ins Berufungsverfahren zu gehen, aber auch in den Antworten auf unsere große Anfrage, die wir morgen besprechen werden, weigert sich die Landesregierung, einen solchen Rat auszusprechen. Damit steht sie inzwischen im Gegensatz zum Bundesverkehrsminister. Minister Scheuer sagte Anfang Februar in einem Interview, ich rate den Kommunen und Ländern, sich mit allen juristischen Mitteln zur Wehr zu setzen. Diesen Rat sprechen wir auch aus
und werden auf die weiteren Entwicklungen der zweiten Runde eingehen. Vielen Dank. Sehr verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, das Thema Diesel- und Fahrverbote ist für unsere Bürger so wichtig, dass die Politik sich mit diesem Thema beschäftigen sollte, bis hier Lösungen gefunden worden sind. Und Frau Ministerin, es finde ich schon abenteuerlich, die Bürger, die betroffen sind und die sich artikulieren, als Wutbürger zu bezeichnen. Das möchte ich hier mal ganz eindeutig zurückweisen. Es war jetzt eben mehrfach von Rechenfehlern der Lungenfachärzte die Rede. Aktuell ist aber medial Thema ein Rechenfehler des Bundesumweltamtes, das von 6.000 Toten im Jahr durch Stickoxid gesprochen hat. Und das ist wohl methodisch nicht haltbar. Also die Fehler liegen ganz offensichtlich auf dieser Seite. So, Ihnen, Herr Baldorf, nur eines. Wir haben 2018 schon den Antrag gestellt, Grenzwerte überprüfen, Messstationen umsetzen. Hat Ihre Fraktion damals abgelehnt. Nur so viel dazu. Meine Damen und Herren, eine wichtige Entwicklung betrifft leider nur Bayern und nicht Rheinland-Pfalz, zeigt aber, was in Rheinland-Pfalz möglich wäre. So viel zur Aktualität. Die Stadt München hat auf eigene Kosten nachmessen lassen, mit Stickoxid-Messstationen an neuen, besseren Standorten, an Standorten, die repräsentativ sind für die Gesamtbelastung der Münchner. Und was haben die neuen Messungen erbracht? An 16 der 20 neuen Messstationen gab es 2018 keine Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte. Und als Konsequenz hat die Bayerische Landesregierung letzte Woche Dienstag beschlossen, auch weiterhin keine Fahrverbote in den Münchner Luftreinhalteplan aufzunehmen. Ich frage mich, warum geht das in München, aber warum soll es in Mainz nicht gehen? Angeblich ist das Ziel der Landesregierung, Fahrverbote zu vermeiden. Warum machen Sie denn so wenig? Was nun geboten ist, die Grenzwerte müssen überprüft und gegebenenfalls erhöht werden. Dafür sollte sich das Land Rheinland-Pfalz auf allen Ebenen einsetzen. Die Verordnungen für die Aufstellung von Messstationen müssen sachgerecht interpretiert werden. Darum müssen viele rheinland-pfälzische Messstationen umgesetzt werden. Insbesondere ist mehr Abstand von der Fahrbahn einzuhalten, auch bei den Passivsammlern. Und ich komme zum Abschluss, Herr Präsident. Wo noch Grenzwertüberschreitungen festgestellt werden, sind zusätzliche Messungen nach Münchner Vorbild vorzunehmen. Und zwar an Orten, die für die Belastung der Bürger am Jahresmittel repräsentativ sind. Vielen Dank.